Der Zweite Weltkrieg zwang ihre Familie letztendlich fortzuziehen. Sie mussten Breslau erstmal kurzfristig verlassen. Wir haben am 27. Januar wurde Breslau als Festung erklärt und da mussten wir flüchten. Und zwar sind wir nach Bad Godova geflüchtet. Wir kriegten von unserer Domäne, das ist ein Dominium, wie man so sagt, da kriegten wir ein Gespann mit Pferden und da mussten drei Familien ihr Hab und Gut aufladen und dann sind wir bei Schnee, und also so eine Kälte war, etliche Winter waren nicht so kalt wie der im 45. Ja, und dann sind wir losgefahren ins Ungewisse. Mit unseren Habseligkeiten, wir durften was mitnehmen, ein bisschen was zu essen und zum Zudecken, Betten und so, nur Habseligkeiten und Papiere und so. Da sind wir den ersten Tag vielleicht so ungefähr, sagen wir mal, 50, 60 Kilometer gewandert mit Pferd und Wagen, das war ein großer Trek. Und da mussten wir ja, dann ist Nacht geworden, also finster geworden, dann mussten wir ja sehen, dass die Pferde auch was zu fressen kriegten und mussten wir ausspannen und selber sehen, auch über ein Quartier nachdenken. Da sind wir in manche Häuser reingekommen, da war noch stand noch der warme Kaffee auf dem Ofen und die Leute waren aber schon weg. Nicht? Dann haben wir da erstmal übernachtet. Wir mussten, mit unseren Treckwagen standen wir dann auf der Straße. Ja, und da mussten immer so vier, fünf Mann mussten da Wache stehen. Immer so 2 Stunden. Nicht? Denn die Plünderei, die war dann schon groß. Jeder hat gemerkt, es kommt ein Treck mit Leuten und so. Ne? Naja. Am nächsten Tag sind wir wieder weitergefahren. Noch wieder so eine Etappe, vielleicht von 60 Kilometer, ganz genau kann ich es nicht sagen. Jedenfalls haben wir Rast gemacht nochmal und übernachtet da. Und dann sind wir über so einen hohen Berg, der hieß Silberberg, über den sind wir drüber weggefahren ins nächste Dorf. Und da sind wir erstmal 4, 5 Tage geblieben. Und nach den 4, 5 Tagen haben sie uns dann weitergeschickt ins Endlager nach Bad Godova. Und in Bad Godova haben wir gekriegt in unseren Unterkunft in der Wandelhalle. Da waren 250 Leute, waren da untergebracht. Und da haben wir von Januar bis Ende Mai, wie wir in Breslau, also Kapitulation war, dann sind wir zurückgefahren.